Hallo und herzlich willkommen. Hi. Lieber Michael Franke, CEO, Geschäftsführer von der GMPsoft GmbH. Heute geht es um das Thema Use Case, Custom Software, Anbindung an Standard Software im B2B-Umfeld. Wir reden hier von einem Case, Industrieunternehmen, Fahrzeugbauer, Maschinenbauer, ungefähr 500 Millionen bis 1 Milliarde Euro Umsatz, ungefähr 5000 Mitarbeiter, glaube ich, um den Dreh rum. So ein typischer deutscher Mittelständler, könnte man mal so sagen, oder? Und dort hast du sehr erfolgreich einen Workshop vollzogen und auch einen Auftrag generiert. Einfach mal ein bisschen was dazu sagen, um was es da geht, was ist die Situation, welche Soll-Situation, welche Analyse hat da stattgefunden und letztendlich welchen Weg hast du den Kunden aufzeigen können, beziehungsweise bist du mit ihm verblieben zu gehen, um einfach die vorhandenen Probleme zu lösen? Ja, der Kunde hat natürlich einen Haufen oder jede Menge Standardsoftware bei sich im Betrieb, also auch gerade für die Konfigurationssysteme und dergleichen, also wie man die eigenen Produkte dann zusammenstellt. Das ist alles Standardsoftware, das ist auch soweit ja etabliert. Wobei bei dem Kunden natürlich gewisse Spezifika sind, die dann in kundenspezifischer Software eben abgebildet werden müssen. Das macht der Kunde bislang sehr stark in-house, also mit eigenen Mitarbeitern, die aber alle nicht so aus der Softwareentwicklung direkt kommen, sondern eigentlich aus dem Maschinenbau dann in die Softwareentwicklung dann drüber geschwappt sind oder es halt so nebenbei betreiben. Und da ist halt dann oft das Problem, dass die sich fachlich sehr gut sind, die sind auch super Maschinenbauer, aber die Softwareperspektive ist halt dann meistens nicht so verbreitet oder man findet halt dann öfter, dass die Sachen dann nicht so gebaut worden sind, wie es jetzt ein Informatiker gemacht hätte. Und da ist halt dann so unsere Aufgabe auch, so diese beiden Bereiche zusammenzubringen, also das Wissen von dem Fachbereichen halt abzuholen, abzufrühstücken und das eben so umzubauen, dass man damit auch eine Software erzeugen kann, die entsprechend performant auch ist. Also das konkrete Problem war da auch ein bisschen die Performance. Da halt das Wissen reinzubringen, wie man solche Sachen aufbaut von den Datenstrukturen, von den Modellen her, dass da halt eben eine Individualsoftware daraus entsteht, die dann auch so den täglichen Anforderungen genügt und performant läuft. Das Stichwort Performance-Optimierung.